Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir sind nicht dafür ausgestattet, Poison Ivy einzusperren. Sie bleibt ja nur noch ein paar Stunden hier. Dann wird sie nach Blackgate verlegt. Klar, wenn sie vorher die Polizeiwache nicht zum Einsturz bringt. Okay, Donutfresser. Bringt ihr Ivy jetzt zu mir oder muss ich mich selbst auf den Weg machen? Wie ihr wollt. Oh, der eine war gerade ganz, ganz mutig. Habt ihr gesehen? Was ist das jetzt hier? Zeitlupe? Wow, du bist echt lahm. Boah, hätte die mal im Spiel so gekämpft. Wow. Hat die gerade etwa, also der da gerade meine Dings versaut? Meine Combo finde ich gar nicht lustig. Was war das denn? Das war L-Antipp, verstehe. Ah, verstehe, das sind quasi ihre Batarangs. Ah, okay, das ist also wie das Explosivgel, das Zeug, verstehe. Das ist irgendwie surreal, Harley so kämpfen zu sehen. Gefällt dir das? Ach ja. Und herzlich hallo im Harley Quinn DLC. Man könnte meinen, es handelt sich hierbei um ein Prequel zu Arkham Knight. Na, der war jetzt... Gefälligst auf, herumzutäuscheln. Wir müssen Poison Ivy sofort nach Gotham bringen, wenn wir Batman vernichten wollen. Halt den Schnabel, Spatzenhirn. Vergiss nicht, ich helfe dir und Scarecrow nur, damit wir Batman töten können. Oh, oh, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen, was? Gut, jetzt beeil dich und such Ivy. Dass sie sich die Mühe gemacht haben, hier so ein extra Anzeigemenü zu machen, finde ich schon wieder niedlich. So, wir müssen unsere beste Freundin der Welt finden, Ivy. Cool. Hm. Aber immer noch sehr, sehr ungewohnt. Mit ihr hier rumzurädeln. Einmal Bombe für den unfreundlichen Nachbarn, bitte. Kriegen wir das irgendwie ganz ins Bild? Nee, kriegen wir nicht. Was kann sie noch so? Na los, Harley! Ich will doch nur mal ein bisschen probieren. Aha, rutschen kann sie auch, macht sie aber nicht so schön, wie Catwoman das macht. Okay, das war... Hey, ich habe eine Überraschung für euch, Bull. Das Paket ablegen? So, was kann ich denn hier noch machen? Lachgas. Macht das auch mal Bumm oder ist das nur so... Soja. Bohnen. Egal. Gehen wir mal kurz weiter. Soll sie hier eingesperrt werden? Oder ist das ihr... Ist sie hier ausgebrochen? Ich meine, wenn sie hier eingesperrt werden soll, dann ist das natürlich wunderschön vorbereitet. Na komm, dreh ich mal noch ein bisschen hin, damit wir noch ein hübsches Bild von dir und der Blume haben. So ist doch toll. Ah. I understand. Das dauert viel zu lange. Das kleine Schweinchen mochte Musik. Okay, wir sollten vielleicht etwas näher rangehen. Ich habe gar nichts gemacht, Officer. Wahrscheinlich können wir die Tür einfach so öffnen, aber... Müssen wir wahrscheinlich sogar... Was mache ich die ganze Zeit hier? Schlingenfalle, wie sieht die aus? Können wir uns da selber drin fangen? Nö. Ach Mist! Ich hab hier Cops an einem Ende und ein Tor am anderen! Du nutzloses Flittchen! Einer meiner Männer hätte diesen Job erledigen sollen. Ich hab Scarecrow gesagt, dass du nichts als Ärger machst.
Hör auf zu jammern, alte Frau. Ich hab noch ein paar Tricks auf Lager. Oh, das glaub ich gern. Bäh. Ich hoffe, das Blumenmädchen kriegt lebenslänglich. Das Letzte, was wir jetzt in Bloodhaven brauchen, ist eine Ökoterroristin, die sich an Bäume kämpft. Ich weiß nicht. Sie hat ja irgendwie recht. Wir können nicht alle Bäume fällen. Irgendjemand muss sie beschützen. Wieso? Das ergibt doch keinen Sinn. Was haben die Bäume denn je für Bloodhaven getan? Keine Ahnung. Sie sorgen für saubere Luft zum Atmen? Dafür brauchen wir keine Bäume. Also echt, das können wir auch. Wir fällen einfach die Bäume und schaffen neue Jobs in der Luftreinigung. Und Jobs bringt Bloodhaven mehr als diese Bäume. Bäume kühlen auch die Luft ab. Machen wir das dann auch? Warum nicht? Man, wenn wir für jeden Baum drei Arbeiten... Einst war ich glücklich. Oh, wie die Tränen meine Augen röten. Schuld ist nur Batman. Ich muss ihn töten. Das ist irgendwie voll Sinn. Natürlich macht das Sinn. Bäume sind schlecht für die Wirtschaft und schaden der Stadt. Du willst also sagen, Bäume stehlen unsere Jobs? Genau. Bäume stehlen unsere Jobs. Also versucht Poison Ivy, Arbeitsplätze in Bloodhaven zu vernichten. Bingo! Du hast es erraten. Bäume stehlen unsere Jobs, das wird der Titel der Folge. Ah, schön. Ich will jetzt aber gar nicht den Psychodemos. Okay, so. Harley! Egal was. Hauptsache nicht Dark. Aber eigentlich mag ich Gotham Dark. Von der Musik werde ich depressiv. Gotham Dark ist das Letzte, was ich nach einem Tag voller Verbrechen und menschlicher Tragödien brauche. Warum ist eigentlich alles, was aus dieser Stadt kommt, so düster? Das ist eben Gotham. Was erwartest du? Ja. Dieser Psychose-Modus macht mir so ein bisschen Angst. Was ist das für eine Melodie? Ich sollte aus dem Weg gehen. Was war das? Will du uns da wer verarschen? Kommt das her? Ja. Muss schon sagen, beeindruckend, wie du dich fortgeschlagen hast. Ein Mädchen wie dich könnte ich gut gebrauchen. Kein Interesse. Oh, wie viel, Liebes. Was wirst du mich kosten? Sag's mir. Ich bin nicht käuflich, Pinguin. Für kein Geld der Welt. Vor allem nicht von Leuten, die meinen Pupi umbringen wollten. Dein Pupi sieht jetzt die Radieschen von unten, Quinn. Und ich kann dir einen Job geben. Also, was ist der Preis? Du könntest es dir nicht leisten. Außerdem bin ich nur einem treu. Das werden wir noch sehen. Pupi, ja? Ich finde diese Kosenamenbeziehung ja immer grausam. Hasi, Pupi, normalerweise auch Pupsi. Meine Güte, sag doch gleich Kanickelfurz. Da merkst du wenigstens, dass das nicht niedlich klingt, sondern einfach nur nach Scheiße. Boah, kann das mal irgendwer abtippen? Mir ist das gerade zu anstrengend zu lesen. Übrigens habt ihr jetzt Befehl, diese Folge im Dunkeln zu gucken. Im Dunkeln mit Kopfhörern auf. Manchmal gibt es einfach keinen Hoffnungsschimmer. Jetzt mach hier mal nicht einen auf Depri, ja? Na komm, rauf da. Pass auf, Quinn. Sagen wir $1 Million und du arbeitest für mich. Ich bin in festen Händen. In den Händen einer Leiche. Das ändert nichts. Ich muss sagen, bei Batman nervt es manchmal, dass man ziemlich oft in diese Detektivsicht muss. In den anderen Spielen. Hier will ich eigentlich gar nicht mehr aus dieser Psychosicht raus. Heute noch, Quinn, heute! Achso, das soll eine 4 sein. Joker Forever. Ich habe gerade überlegt, wo das O ist. Dingel, 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 dumm. Ich bringe alle Wände um. Wo ist die Toilette? Ja. Musst du gerade? Es tut mir fast leid.
Quinn, sei leise. Du solltest nicht zu viel Aufsehen erregen. Geht nicht, Trottelpott. Leise gehört nicht zu meinem Vokabular. Schrei doch noch mehr. Sichere den Kontrollraum, denn du hast Vorstellungen. Du kommst darauf. Hui! Sie kommt darauf. Die ist ja agiler als so ein Assassine aus Assassin's Creed. Du solltest mich wieder rauslassen. Bleib in deiner Kiste! Lass doch bitte die gute Harleen raus. Du wärst so viel umgänglicher. Ich muss mich hier erstmal umsehen, bevor ich irgendwas fürchterlich Dummes mache. Pass mal auf. Ich versuche mal was. Harleen, sei doch vernünftig. Harleen, halt die Klappe! Schaltet ihn also nicht aus. Schade. Zwei Millionen und du folgst von jetzt an meinem Befehl. Vergiss das Spatzenhirn. Ich werde niemals für dich arbeiten. Seine Dame nicht zur Sicht. Die Musik gerade irgendwie geil. Was ist das denn für ein Modus? Heiß. Sie gerade an der Wand lang gelaufen, die Frau? Ich glaube, gleich stirbt sie, denn dafür habe ich gerade echt keine Medizin. Ach du Scheiße. Sie ist hier immer noch. Nun mach doch mal was gegen den Typen, Mädel, bevor du kaputt bist. Wie viele von euch gibt's denn noch? 6 Schweinchen. Und Tommy nimmt sie auch gleich mit. Spielen wir etwas? Ja, du bist eh gleich kaputt, von daher weiß ich gar nicht, ob sich das noch lohnt, mit dir ein bisschen was zu spielen. Welch Heizung. Überdenk das nochmal. Das hab ich schon. Komm schon, Süße. Wir finden eine Lösung. Noch 4 Schweinchen. Wo ist nur der große böse Wolf, wenn man ihn mal braucht? Da,
solchen Tagen hat der Joker immer gewarnt. Vor was für Tagen? Die, an denen du was alleine machen musst? Noch drei. Ich huste und puste und puste dein Haus weg. Hätte ich nicht so wenig Energie, müsste ich jetzt nicht so aufpassen. Tod. Tod, tod, tod. Wenn du noch einmal tot sagst, lass ich eine Lobotomie bei mir vornehmen. Verstehst du mich, Arlene? Eine Lobotomie! Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie so einen Blödsinn macht. Ich frage mich nur, wer die durchführen soll. Wir müssen sie finden. Geht mal weiter da hinten, dann kann ich hier vorne ein bisschen arbeiten. Harley, lass uns diesen Wahnsinn bitte beenden. Bla bla bla, du bist hier die einzige Wahnsinnige, Harley. Okay, das hat nicht funktioniert. Vielleicht sollte ich mich einfach töten lassen und dann nochmal anfangen. Ginge schneller, als jetzt hier den Blödsinn zu machen. Oder ich benutze einfach diesen verdammten Chaos-Modus, um alle zu töten. Wenn ich du wäre, würde ich nachsehen, ob die Bullen Ivy vielleicht im System haben. Das ist mir zu kryptisch. Geh einfach zum Computer und finde Ivy. Dann sag das doch. Warum sagst du das denn nicht gleich? Sis. Nehmen wir an mich selbst. Bullen riechen komisch. Hm. Wenn du das sagst, benutz doch mal den Aschenbecher. Rot, sie ist im Keller. Lass uns das hier zu Ende bringen, bevor Scarecrow sauer wird. Das wollen wir beide nicht. Nein, wollen wir nicht. Ob Scarecrow dich rupfen würde? Was will er denn noch groß rupfen? So viele Federn hat der Typ doch gar nicht. Klischees sind langsam echt ein Klischee. Ja, da hast du recht. Was steht da oben? Ich habe so eine Ahnung, dass dieser Gedanke enttäuschen wird. Ah, ja. Das heißt, ein bisschen Psycho-Finder habe ich schon mal gesagt, oder? Glaubst du wirklich, dass Scarecrow Batman ausschalten kann? Ist ein Versuch wert! Habe ich den Ofen ausgeschaltet?